Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Urus. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Urus. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe, ohne jetzt in jedes Detail einzusteigen. Abschließend gibt es dann auch ein kleines Fazit. Urus ist ein Spiel vom Autor Brent Brinkhoff, ein sehr erfolgreiches Kickstarter-Projekt. Deswegen seht ihr hier auch das Standardmaterial, die Standardbox, welche ja in der deutschen Version bei Board Game Circus veröffentlicht wird. Und das Spiel hat ein paar Besonderheiten, auch deswegen auch im Fazit auf jeden Fall noch ein paar Informationen dazu. 1 bis 4 Personen wird angegeben. Ja, dazu folgen die Infos. 30 Minuten pro Person. Es ist nämlich ab 12 Jahre. Es spricht nämlich für einen Kenner bzw. Expertenspiel und ihr werdet es gleich merken, an den Erklärungen, an den Abläufen, da steckt schon einiges dahinter. Und bevor ich einsteige, was die Abläufe angeht, erst einmal ein kleiner Überblick. Ihr seht hier auch schon das Tableau, das Spielbrett, doppelseitig übrigens, abhängig von der Spieleranzahl. Ihr seht auch schon mal die Landplättchen, die hier dann platziert werden, übrigens nach Vorgabe, weil es gibt in der Anleitung verschiedene Übersichten, wie ihr starten könnt. Und am Anfang wird es hier vorgegeben, wie ihr die Plättchen platzieren müsst. Die Zahlen, die können dann auch teilweise auf dem Kopf stehen. Ihr seht hier, was ein Teilbereich dann angeht. Aber ihr müsst es so platzieren, wie in der Anleitung angegeben ist. Und das ist die Erde. Und die Erde, die ist ja rund. Und so müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, wenn ihr Plättchen verschiebt, dann kommen die wieder auf der anderen Seite raus. Beziehungsweise, wenn ihr es hier auf der Seite verschiebt, dann gehen die auch hier dem Pfeilen entlang, entweder die oder die Richtung. Also da muss man schon einige Dinge beachten. Und was macht man in diesem Spiel? Ja, am Anfang sieht die Erde so aus mit einigen Landschaften und diese Landschaft verändert sich durch Verschiebungen, aber auch durch Aufprall, wenn Landschaften aufeinanderprallen und die Landschaften werden größer, entstehen Berge natürlich. Und ja, man sieht es hier auf dem Tableau, es hat nämlich neben dem Plättchen Schiebemechanismus auch noch so ein Worker Placement Mechanismus. Das heißt, man hat auch solche heilige Städte, die auf Bergen errichtet werden. Denkmäler, Schreine, Tempel, wie man hier auf der Seite dann sieht. Jeder hat so ein Tableau, jeder sucht sich dann einfach so ein Tableau aus. Achtet darauf, abhängig von der Spieleranzahl müsst ihr die Rückseite bei einigen Tableaus verwenden, was Automa angeht. Das ist also ganz wichtig, werde ich euch gleich dazu sagen. Aber dann baut ihr das einfach so auf, wie das hier zu sehen ist. Das heißt, ihr habt eure Figuren, ihr habt eure Erfahrungsgrenzen, die man hier auch abgebildet sieht, die einfach hier dann draufgelegt dann werden. Und natürlich Startspielerfigur, man hat auch solche Pfeile, was euch das Spielen erleichtern soll, weil ihr müsst verschiedene Aktionen ausführen, damit ihr da nicht durcheinander kommt, könnt ihr auch solche Pfeile verwenden. Und wir haben natürlich auch hier so eine Pyramide, eine Punktepyramide, und wie es üblich ist bei diesem Spiel, geht es um Punkte. Das heißt, ihr werdet mit euren Figuren, mit einer Figur am Anfang, aber dann mit mehreren Figuren hier auf dieser Erde dann sein, verschiedene Aktionen dann durchführen und dafür Punkte generieren und zusätzliche Punkte auch hier auf dem Tableau abtragen. Und abhängig davon, wer zuerst hier oben ist, wird das Spielende eingeleitet und anhand dieser Punktetafel berechnen wir dann einfach die Punkte und wer dann letztendlich die meisten Punkte hat, der gewinnt das Spiel. Das als kleiner Überblick, weil das Spiel hat einige Facetten, nicht nur was das Plättchen verschieben angeht, sondern auch was das Einsetzen der Arbeiter angeht, was das Auswählen der Aktionen angeht. So, mit diesem kleinen Überblick steigen wir auch gleich direkt in die Abläufe ein. Bevor ich aber loslege, noch ein paar Hinweise, weil es wird zwar auf dem Tableau angegeben, aber das eine oder andere kann man gerne in dem Spiel vergessen. Und betrachten wir zuerst einmal das Spielbrett. Und ihr seht ja auch solche Hotspots, wo diese Einserplättchen, diese Inseln gelegt werden. Und wenn diese frei sind, dann werden hier aus dem Vorrat natürlich weitere Inseln hier auf diesen Hotspots platziert. Das ist auch ganz wichtig. Ihr seht auch die Ränder mit den Buchstaben, die betreffen insbesondere das Spiel mit einem Automa. Und ihr spielt auf jeden Fall mit drei Figuren, mit drei Tableaus. Spielt ihr also das Ganze solo, benötigt ihr noch 2 weitere Tableaus. Es sind ja insgesamt 4 Tableaus. Eins habe ich jetzt hier aufgebaut, dass ich das euch erklären kann. Aber spielt ihr solo, dann benötigt ihr 2 Automas. Das funktioniert mit Karten, werde ich euch gleich zeigen. Spielt ihr zu zweit, benötigt ihr aber auch auf jeden Fall einen Automa. Ihr nutzt auf jeden Fall immer 3 Spieltableaus. Spielt ihr zu dritt, dann braucht ihr keinen Automa. Ihr könnt einen verwenden, wenn ihr wollt.
Aber zu dritt könnt ihr auch so agieren, zu dritt spielen und zu viert, ganz klar, das spielt ihr ohne Automat. Das ist schon mal ganz wichtig und deswegen auch diese Buchstaben, was die einzelnen Karten angeht, was die Symbole angeht, die man beachten muss, wenn man mit diesem Automat dann spielt. Ihr seht auch die Verbindungsteile, Verbindungspfeile und werden Plättchen geschoben. Ja, dann gehen sie auf die andere Seite wieder raus, beziehungsweise von oben nach unten oder andersrum. Und wenn ihr hier über das Eck geht, dann gehen sie über die Pfeile, weil ihr müsst es euch wie eine Kugel, wie eine runde Kugel dann vorstellen, wo natürlich die Plättchen auch verschoben werden und ineinander greifen. Deswegen auch am Anfang hier der Aufbau. Es gibt also unterschiedliche Landplättchen. Man sieht sie hier mit 1, 2, 3, 4 beziehungsweise Berge, je nachdem wie Plättchen aufeinander stoßen. Und das platziert ihr einfach auf der Seite. Auch die Vulkane mit den Werten 1 bis 4, die kommen zur Seite. Am Anfang ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, nur eine Figur, und das wird auch vorgegeben, was die erste Runde angeht, dass ihr eine Figur gleich hier auf dieses Spielbrett dann platziert. Und das wird hier auf der Seite, ich glaube, man sieht es auch trotz der blauen Farbe hier, am Anfang darf nur eine Figur hier auf dem Tableau sein. Darauf müsst ihr achten. Und hier wird auch angegeben, wann Berge erschaffen werden. Das heißt, Berge werden erschaffen, wenn zwei Viererplättchen aufeinander prallen. Die Plättchen kommen dann raus, deswegen auch so eine Auslage. Und die werden dann ersetzt durch einen Berg, beziehungsweise durch eine höhere Zahl, abhängig welche Plättchen aufeinander stoßen. Und ganz wichtig, auch hier wird es hier unten angezeigt, der Berg ist durchgestrichen, es dürfen hier nicht Berge verschoben werden. Es gibt hier Möglichkeiten im Spiel, aber am Anfang merkt ihr euch das einfach, Berge dürfen nicht verschoben werden. Es gibt eine Besonderheit, was den Automaten angeht, auch davon abhängig, was ihr euch freischaltet. Aber das ist wichtig am Anfang zu wissen, bevor ihr in das Spiel einsteigt. Und hier seht ihr auch schon mal einzelne Figuren platziert. Ihr dürft also immer nur Figuren dann setzen auf freie Felder, aktiviert dann diese Aktion. Und hier unten seht ihr dann auch, wie stark die jeweilige Aktion ist. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, mit diesen einzelnen Bereichen, Leisten nach oben zu rutschen, damit man hier mehr Möglichkeiten hat und diese Aktion dann zu verstärken. Jetzt habt ihr also alles vorbereitet. Der eine oder andere wird sagen, jetzt können wir auch schon loslegen. Ja, vielleicht werdet ihr auch gleich das eine oder andere nochmal anpassen. Weil ihr solltet euch auf jeden Fall nochmal die Rückseite des Automats anschauen. Und die Automats sind sehr unterschiedlich. Die spielen sich sehr anspruchsvoll, kompetitiv, aggressiv, beziehungsweise sehr ruhig, blaues Tableau auf der Rückseite. Das heißt, ihr solltet euch gut überlegen, welchen Automat ihr nutzt. Ihr habt vielleicht eure Spielerfarbe, eure Wunschfarbe, aber solltet darauf achten, wenn ihr mit Automat spielt, welchen Automat in welche Farbe ihr verwendet, weil vielleicht habt ihr dann am Schluss nur noch dieses Tableau übrig und habt dann den Automat. Und der wird dann angegeben mit anspruchsvoll. Das heißt, die Karten, die hier für den Automat angegeben sind, spielen sich also schon ein bisschen ja, interaktiver, etwas aggressiver und etwas anspruchsvoller. Also daran sollt ihr da denken, aber dann könnt ihr auch schon einsteigen. Am Anfang hat jeder seine drei Figuren. Ja, und die Züge der Mitspieler in der ersten Runde sind gleich, weil eine Figur, am Anfang darf ja nur eine Figur auf dem Tableau sein, die platziert man auf eine Insel. Zum Beispiel hier. Es gibt ja am Anfang genug Möglichkeiten, ansonsten wird das angegeben, aber abhängig von der Spielanzahl sollte das jetzt weniger ein Problem darstellen. Und das ist der erste Zug. Das heißt, ihr habt jetzt eine Figur hier schon drauf platziert. Wie gesagt, denkt dran, maximal eine Person. Dann habt ihr hier noch zwei Figuren und die zwei Figuren, die setzt ihr jetzt auf einen freien Bereich. Ich komme kaum hin. Das heißt, ihr setzt die hier drauf und führt die Aktion aus. Und dann, wenn ihr dann gleich die nächste Aktion, die dritte Aktion ausführt, dann könnt ihr sie hier drauf setzen und führt ihr die nächste Aktion dann aus. Hier auch immer wichtig, was das Symbol angeht, was das Verschieben bzw. Bewegen von Bergen angeht, was nicht erlaubt ist. Aber als erstes setzt ihr eine Figur auf eine Insel. Dann platziert ihr die zweite Figur auf ein freies Aktionsfeld und dann die dritte Figur auch auf ein freies Aktionsfeld. Das ist der erste Rundenlauf und führt dann natürlich die jeweilige Aktion dann aus. Was ich euch jetzt nur noch erklären muss, sind die einzelnen Aktionen, die man hier auf der Seite dann sieht. Und dann könnt ihr auch sofort mit eurer Partie beginnen. Vorab noch die Information, was diese Planungsmarker angeht, weil für was benötigt man? Man braucht sie nicht unbedingt mit diesen Zahlen. Ja, ab und an, ich habe es ja selber schon in Partien erlebt, denkt man, habe ich jetzt eine oder zwei Aktionen ausgeführt.
Ja, dann nutzt vielleicht diese Planungsmarke. Auch wenn es nur drei Aktionen sind, kann man sie durchaus als Hinweis nutzen. Ihr könnt es auch verdeckt legen, ein bisschen platzieren, damit ihr auch eine Möglichkeit habt zu agieren, je nachdem auch das Spiel schneller starten könnt. Also die sind nur ein Hilfsmittel. Und dieser Marke, der zeigt quasi an, welche Person die Partie beginnt. Und jetzt steigen wir mal ein in die einzelnen Aktionen. Also nehmen wir an, ich habe jetzt einfach hier meine Figur hier drauf platziert und führe dann die Aktion aus und darf die nur in der Stärke ausführen, sofern hier natürlich die Barriere noch hinterlegt ist bzw. angezeigt wird. Das heißt, ich darf das nur um ein Feld machen, werde ich euch gleich zeigen. Ist also weit höher gerutscht, habe ich natürlich hier mehr Möglichkeiten. Also meine Aktion, die ich jetzt einsetze, wird stärker. Zusätzlich schalte ich mir noch Figuren frei, das muss ich sagen, bevor wir zu den Abläufen kommen. Das heißt, sind diese Leisten nach oben gerutscht, dann werden natürlich auch weitere Figuren freigespielt, die ihr dann nutzen könnt. Weil im Spielverlauf dürft ihr natürlich auch mehrere Figuren hier einsetzen. Nur am Anfang ist es eine Figur, aber im späteren Verlauf können es mehrere Figuren sein. Und ihr dürft ja immer nur eine Figur, wenn ihr die versetzt, auf ein leeres Feld platzieren. Das heißt, wenn ich diese Figur nehme, kann ich es jetzt hier oder hier drauf platzieren. Und denkt daran, ja, die Leisten sind wichtig, weil ihr möchtet natürlich auch die Stärke der Aktionen ausweiten. Kommen wir zur ersten Aktion und da soll es natürlich auch einen Überblick geben. Übrigens, die Anleitung, das nochmal als Hinweis, die bietet sehr viele Beispiele. Die ist umfangreich, glaube ich, mit knapp 20 Seiten, aber das sind insbesondere den Abbildungen und Beispielen geschuldet, um euch die einzelnen Aktionen zu erklären. Das erste ist das Verschieben und ihr seht es hier noch auf der Seite, der Berg ist durchgestrichen. Das heißt, ihr dürft natürlich keine Berge verschieben, außer man hat sich die Fähigkeit freigeschaltet. Und wenn man verschiebt, dann sieht man auch, was darf ich verschieben. Das heißt, ja, alle Plättchen einer Reihe um ein Feld, beziehungsweise alle Plättchen einer Reihe um zwei Felder. Ihr seht hier, die Stärke wächst, beziehungsweise um drei Felder. Und jetzt kommt natürlich das, was man beachten muss. Das heißt, wenn ich jetzt hier schiebe, die Plättchen, die landen natürlich dann hier wieder auf der Seite. Das heißt, wie so eine, ja, wie eine Kugel müsst ihr euch das vorstellen. Wenn ihr hier auf der Seite agiert, dann gehen die natürlich hier in Pfeilrichtung dann weiter. Das muss man auf jeden Fall bedenken, wenn es um das Verschieben geht. Kommen wir zum nächsten Bereich, das Bewegen. Auch hier, was ist angezeigt? Es muss eine Gruppe an drei Plättchen sein, die ich verschiebe. Also ich könnte jetzt diese drei Plättchen hier so rüberschieben. Das ist auf jeden Fall möglich. Also es muss eine Gruppe aus drei Plättchen sein, die man natürlich hier verschiebt. Und irgendwann wird es natürlich auch passieren, dass Plättchen dann aufeinander prallen, vielleicht sogar mehrere Plättchen. Und da entstehen natürlich ja größere Landschaften, was die Zahl dann angeht, und unter Umständen auch Berge. Wenn also Plättchen aufeinandertreffen, dann macht ihr nichts anderes, als dass ihr hier diese Werte addiert. Das heißt, 2 plus 2 ist ein 4. Das heißt, die zwei Tableaus, die kommen dann raus aus dem Spiel und ihr nehmt euch dann ein 4er Tableau und das legt ihr an diese Stelle, wo der Aufprall dann war. Das heißt, dieses ersetzt dann die beiden Plättchen und legt dann das 4er Plättchen dann einfach auf das Tableau. So können natürlich dann höhere Werte entstehen und wenn natürlich zwei 4er Plättchen aufeinandertreffen, dann entsteht ein Berg und der Berg ist natürlich wichtig, um diese einzelnen Tempel und andere Dinge zu errichten. Ja, den Berg habe ich gerade erwähnt, aber was ist, wenn irgendwas auf dem Berg trifft? Das heißt, der Berg trifft auf ein Zweierblättchen, also das Zweierblättchen, so muss ich sagen, das Zweierblättchen trifft auf dem Berg. Ja, der Berg, der bleibt stehen, der ist mächtig, der ist kräftig, aber es entsteht dadurch ein Vulkan mit dem Wert 2, weil ich ja das Plättchen, das Zweierblättchen genommen habe, das zieht auf den Berg und deswegen wird das ersetzt. Jetzt können auch mehrere Vulkane auf einem Berg dann platziert sind. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Und ihr könnt euch denken, durch gewisse Aktionen kann es auch zu einem Vulkanausbruch kommen, das aber in späteren Aktionen. Das heißt, dadurch ja, sind noch ein paar Besonderheiten gegeben. Das war der Bereich Verschieben bzw. Bewegen. Also denkt doch nochmal dran, was die Berge dann angeht. Nur durch zwei Viererplättchen kann auch ein Berg entstehen. Berge, die könnt ihr nicht verschieben. Und was am Anfang auch wichtig ist, ja, verschiebt ihr solche Plättchen und liegen hier solche Hotspots frei, dann werden die natürlich sofort ersetzt durch ein weiteres Plättchen. Das heißt, hier müsst ihr natürlich auch sofort agieren. Die Ausrichtung, wenn ihr dann übrigens neue Plättchen legt, das bestimmt natürlich die Person, die gerade am Zug ist. Gerade was die Ausrichtung angeht, weil ihr seht ja hier, was die Viererplättchen bzw. Dreierplättchen angeht. Ihr müsst euch aber mit euren Figuren bewegen, ja, über Fluss bzw. über Meer geht das schwierig. Deswegen baut ihr natürlich auch eure Landschaft, um durchaus schnell voranzukommen.
Was ist als nächstes angezeigt? Hier haben wir es übrigens. Vulkan. Vulkanausbruch bzw. Neuer Dreiervulkan. Den legt man einfach auf ein beliebiges Landplättchen. Und ihr merkt auch, abhängig von der Stärke bzw. wenn ihr hier weiter seid, könnt ihr auch mehrere Vulkane ausbrechen lassen. Und ihr merkt auch, ja, die Lava, die kann sich auch ihren Weg bahnen. Auch ein Zickzackkurs. Aber was passiert denn überhaupt bei einem Vulkanausbruch? Es liegen ja am Anfang Vulkane aus. Und zwar auf jedem Einserplättchen liegt bereits ein Vulkan. Das macht ihr natürlich am Anfang, aber jetzt um diese Aktion zu erklären, habe ich es jetzt noch weggelassen. Das heißt, diese Vulkane liegen natürlich schon auf diesen einzelnen Inseln. Ja, und weil lässt ihr einen Vulkan ausbrechen, dann kommt natürlich dieses Plättchen dann raus. Das Einser macht ihr raus, den Vulkan auch raus und ihr nehmt das Plättchen, oh, das lege ich mal so hin und platziert es hier drauf. Sitzt da eine Figur, dann nimmt man sie auf die Seite und legt sie dann einfach wieder auf das Landplättchen dann drauf. Aber was ist, wenn der Vulkan, ja, zum Beispiel hier, also ich übertreibe jetzt mal, ein Vierer-Vulkan auf ein Dreier-Plättchen. Berge können übrigens da nicht entstehen, aber es entsteht ein Vierer-Plättchen. Ja, dann habe ich aber immer noch einen Puffer von drei. Was macht die Lava? Die fließt natürlich dann weiter, orthogonal, es sei denn, ihr habt euch das freigeschaltet. Dann könnt ihr auch einen Zickzackkurs den Ausbruch dann, was die Lava dann angeht, dann steuern. Aber ansonsten werden natürlich auch die Nachbarplättchen beeinflusst, die dann rausgelegt werden und durch höhere Plättchen ersetzt werden, weil die Lava, die baut sich ja ihren Weg, ist richtig gut gelöst, richtig gut gemacht und so müsst ihr natürlich auch weitere Plättchen, höherwertige Plättchen dann verwenden. Die nächste Aktion, das Studieren. Ja, mal eine relativ einfache Aktion. Ja, weil Studieren bringt natürlich Erfahrung. Und Erfahrung ist wichtig, um natürlich hier auf diesen Leisten auch voranzukommen. Das heißt, diese einzelnen Leisten, ihr dürft euch natürlich aussuchen, um die nächste gestrichelte Linie voranzubringen. Und ihr seht hier auch zwei Plätze. Das heißt, wählt man das Studieren aus, dann nimmt man eine andere Figur. Also man setzt die Figur auf Studieren und nimmt eine andere Figur und setzt sie hier auf diesem oberen Bereich drauf. Hier sind ja auch zwei Plätze dann frei. Ja, am Anfang darf ich es nur auf das freie Feld platzieren. Und jetzt merkt ihr, das Spiel entwickelt sich weiter, weil ja diese heiligen Städte, die man jetzt hier auf der Seite sieht, die kommen natürlich auch noch dazu. Insbesondere, wenn ich dann hier, ich übertreibe jetzt einfach mal, ich setze das hier drauf, wenn ihr hier schon heilige Städte gebaut habt, weil dann habt ihr auch ein Feld zum Studieren, dann könnt ihr das nicht nur hier draufsetzen, sondern könnt auch eure Figur, also eine andere Figur, weil die mit Studieren führte die Aktion aus, muss also eine andere Figur sein, die man hier drauf platziert oder hier auf eines dieser Plättchen. Die habe ich jetzt einfach mal hier drauf platziert, weil ich habe auf der Seite natürlich noch andere Plättchen, was andere Spielerfarben angeht, weil es kann natürlich auch sein, dass die heilige Stadt, wo ich dann hier drauf platziert bin, höher gebaut wird. Ich darf übrigens nicht nochmal das gleiche Plättchen nehmen, also ich darf auf einem Berg nur einige heilige Stadt haben, das müssen dann die Mitspieler machen. Der nächste setzt hier zum Beispiel ein Plättchen dann drauf, das ist klasse, weil hier bekommt ihr auch automatisch einen Erfahrungspunkt. Das heißt, am Anfang ist es natürlich so, dass ihr erst einmal die Figuren hier draufsetzt zum Studieren oder hier und später habt ihr auch die Möglichkeit, die Figuren runterzunehmen, weil wenn ihr sie runternehmt, dann bekommt ihr natürlich auch die Erfahrung. Deswegen wird das auch hier mit dem Strich dann angezeigt. Wichtig ist also, durch das Platzieren bekommt ihr noch keinen Erfahrungspunkt, aber durch das Zurückziehen der Figuren bekommt ihr Erfahrungspunkte. Das ist ganz wichtig. Ihr habt zwei Optionen. Ihr setzt sie auf eurem Spielplan zum Studieren beziehungsweise auf dem Spielplan, wenn ihr die Möglichkeit habt. Beim Zurückziehen bekommt ihr also diese Erfahrung beziehungsweise wenn ein Mitspieler hier eine weitere heilige Stätte dann baut und ihr habt hier eine Figur setzen, dann bekommt ihr auch einen Erfahrungspunkt. Und damit kommen wir zur vorletzten Aktion. Ja, die Aktion, die sind alle miteinander verzahnt. Wandern. Wandern ist jetzt wieder ein einfaches Beispiel. Ihr wandert 1, 2, 3 Felder. Hier dürft ihr auch über solche Wassergrenzen dann wandern. Und deswegen ist auch wichtig, wie ihr eure Landschaft dann platziert, wenn eine neuere entsteht. Weil ihr wollt natürlich auch wandern. Denkt daran, ihr habt ja am Anfang nur eine Figur. Ihr wollt natürlich zu den Bergen gelangen, heilige Städte bauen. Bin ich schon bei der nächsten Aktion. Aber das Wandern, da müsst ihr natürlich schauen, wie ihr agiert, damit ihr eure Landschaften kompakt habt. Und gerade durch das Schieben entstehen natürlich neue Blöcke an Landschaften, um euch geschickt zu platzieren bzw. geschickt zu bewegen. Und damit die letzte Aktion, das Bauen. Und deswegen auch in drei Abschnitte, was natürlich auch diese Plättchen angeht. Und da will ich mir natürlich auch viel freischalten. Ihr merkt ja, abhängig von der Anzahl der Plättchen, die ich hier auf dem Plan bekomme ich
Und bin ich hier weit oben mit der Leiste, einen hohen Multiplikator. Also es lohnt sich auch, diese Leisten dann nach oben zu ziehen. Ja, was ist überhaupt was bauen? Bauen, ich habe es ja hier schon quasi vorweggenommen, wenn ich eine heilige Stadt baue, und auf einem Plättchen, auf einem Vulkan, darf auch nur eine heilige Stadt von mir sein. Also ich darf nicht erst das Dreierplättchen, das Zweierplättchen, das Einerplättchen bauen. Nein, ihr könnt ein Dreier oder ein Zweier oder ein Einser bauen. Das heißt, die Mitspieler, die kommen schon zu euch, wollen hier die heilige Stadt errichten. Das bringt denen ja auch durchaus. Und seid ihr hier am Studieren, profitiert ihr natürlich auch von der Erfahrung. Und dann platziert ihr das einfach dann hier auf einem Vulkan. Und damit kommen wir zur letzten Aktion, das Bauen. Ihr seht es auch, es ist unterteilt in drei Spalten, was natürlich auch die heiligen Städte dann angeht. Auch hier natürlich will ich das hochziehen, weil wenn ich jetzt hier alle Plättchen verbaut habe, dann kriege ich hier einen hohen Multiplikator am Schluss, was das Spielende dann angeht. Aber zuerst einmal muss ich natürlich auch so eine heilige Stadt auf einem Berg verbauen. Wichtig ist auch hier, ich studiere, solange ich hier sitze, studiere ich weiter, ich profitiere von der Erfahrung, wenn andere Mitspieler auch auf diesem Berg bauen, weil ganz wichtig ist natürlich auch die heilige Stadt, ich darf nur eine heilige Stadt auf einem Berg bauen, entweder das Dreier, Zweier oder Einserplättchen, hängt natürlich auch davon ab, wie es errichtet wird, erst natürlich das Dreier, dann das Zweier, das Einser, aber ich darf nicht mehr als eins auf einem Berg dann errichten, das muss man auch wichtig. Das heißt, wissen, das heißt, hier müssen natürlich heilige Städte von Mitspielern dann errichtet werden, gebaut werden, und das sind auch verschiedene Ebenen. Auch ganz wichtig, wenn ihr euch nämlich hier bewegt, dann bewegt ihr euch immer quasi hier 1, 2, 3, 4 weiter, ist auch wichtig. Also ihr bewegt euch hier von einem Plättchen zum nächsten, sondern ihr müsst quasi die Stufen der heiligen Städte nach unten laufen, um euch zu bewegen. Es dürfen nämlich da nicht mehrere Figuren auf einem Feld dann stehen. Bei der Bewegung können sie dran vorbeilaufen, das geht, aber am Ende muss dann wirklich jede Figur dann separat dann stehen, und deswegen auch hier die einzelnen Ebenen, sodass das auch gut verdeutlicht wird. Es hat aber noch einen weiteren Grund, warum man ja gerne baut. So geht es mir auf jeden Fall. Ich will natürlich hier auf den Leisten voranrücken, um hier einen hohen Multiplikator zu haben. Gleichzeitig bekomme ich natürlich auch solche Erfahrungen. Das heißt, ich kann natürlich auf den Leisten vorangehen, aber man sieht es auch hier, ich steige auf um zwei Felder. Das heißt, ich gehe mit meinem Marker hier voran. Hier ist hier quasi so eine Pyramide und hier gehe ich natürlich voran. Um 1, 2, je nachdem, wie viele Felder dann möglich sind, gehe ich natürlich voran. Die Mitspieler, die werden sich das nämlich gut überlegen, weil es dürfen nicht mehrere Figuren auf einem Feld sein. Das heißt, es werden Figuren dann durchaus übersprungen, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, schneller voranzukommen, von anderen Mitspielern zu profitieren, sodass man sich hier einreiht, aber hier versucht man natürlich immer voranzukommen. Beim Aufsteigen zählt man also immer auch alle Felder mit, auch die, die bereits besetzt sind, kann man auch gerne falsch spielen. Und hier seht ihr auch nochmal so einen roten Markierung, was die Punkte angeht, beziehungsweise es kommt noch ein Zweier-Vulkan dazu, und zwar auf solche Einserinseln. Das heißt, sobald eine Figur hier diesen Bereich erreicht oder überschreitet, platziert die hier auch noch weitere Vulkane. Ja, weil dadurch wird natürlich auch diese Vulkanaktion natürlich wieder interessant, um Viererplättchen zu generieren und Viererplättchen miteinander zu verschmelzen, damit Berge entstehen. Und sobald eine Person die oberste Position erreicht hat, hier natürlich auch wieder schauen, abhängig von der Spieleranzahl, welche Seite ihr verwendet, dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Und dann nehmt ihr am besten ein Wertungsblatt, tragt die einzelnen Werte dann ein, was ihr hier bekommen habt, beziehungsweise schaut auf eurem Tableau nach, was habt ihr euch freigeschaltet. Insbesondere hier natürlich, was die Grenzen, heilige Stätten angeht, zählt dann alle Punkte zusammen, und wer die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Wir sind aber noch nicht am Ende. Ein paar Dinge muss ich euch noch zeigen, ja, insbesondere was dieses Automat angeht. Weil ich habe jetzt die Perspektive der Mitspieler euch erklärt, wenn ihr zu dritt am Tisch sitzt oder zu viert. Wenn ihr aber alleine spielt oder zu zweit, benötigt ihr Automat. Ist gar nicht mal so schwer. Ihr habt hier auch wieder die Leisten und ihr habt natürlich ein Deck. Und ein Deck in der jeweiligen Farbe, das natürlich gemischt wird, und ist der Automat-Person am Zug, dann müsst ihr natürlich so eine Karte dann ziehen und ausführen. Das führt ihr da gemeinsam aus, steht auch gut dabei, was ihr dann machen müsst. Musst halt das unterbrechen, ist aber so, ja, so ein gewisser Glücksfaktor ist schon dabei. Vielleicht kennt ihr auch schon die Karten und wisst dann, okay, die eine oder andere Karte
Karte kommt noch rein oder könnte eventuell mir noch in die Quere kommen. Da merkt auch der Erfahrungswert, wenn ihr oft mit dem einzelnen Automat dann gespielt habt, weil ihr spielt die einzelnen Karten durch, seid ihr mit den Karten durch, dann wird das automatisch neu gemischt. Aber hier agiert ihr und führt dann immer das aus, was die Automat dann euch angibt. Und bevor wir zum Fazit übergehen, noch ein paar Hinweise, auch was die Anleitung angeht. Weil ich habe es am Anfang angesprochen, was den Aufbau angeht. Boah, das ist gut angezeigt. Hier seht ihr die unterschiedlichen Aufbaumöglichkeiten. Sehr variabel. Alles habe ich auch noch nicht gesehen. Aber das solltet ihr auch erstmal absolvieren, wenn ihr das Grundspiel, das Setup, was jetzt hier vor uns ausliegt, ein paar Mal gespielt habt. Es gibt übrigens auch noch einen Hinweis, ja, wer jetzt die Collectors Edition bzw. den Kickstarter hat, da gibt es natürlich auch Heilige Berge, die sind hier gar nicht dabei, aber es wird auch angegeben, diese Mini-Erweiterung ist in der Collectors Edition enthalten und separat erhältlich. Also wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sagt, boah, das hätte ich jetzt auch gerne noch, das bekommt ihr auf jeden Fall separat. Und die ganzen Symbole, das ist auch prima gemacht, liegt jetzt eine separate Übersicht dann bei, dann nehmt ihr einfach die Anleitung. Es ist aber gar nicht mal so schwer, weil das eine oder andere, wenn ihr das einmal gesehen habt, dann habt ihr das verstanden. Hier sind nochmal alle Symbole angezeigt, die ihr benötigt. Das heißt, was jetzt das Spielertableau bzw. die Automat-Symbole angeht. Alles hier aufgelistet und damit solltet ihr auch hoffentlich klarkommen. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Urus. Ein aus meiner Sicht Kenner, Tendenz sogar eher ein Expertenspiel, was durchaus einiges zu bieten hat. Es ist jetzt nicht ein Plättchen-Legespiel, es ist eher so ein Plättchen-Schiebespiel. Und das Besondere bei diesem Spiel ist, was es auch anspruchsvoller werden lässt, dass die Plättchen nicht hier so starr liegen, sondern ihr müsst euch das wie eine 3D-Kugel, wie eine Kugel vorstellen. Das heißt, die Plättchen, die wandern dann auch von einem Ende zum anderen und wandern natürlich auch hier über diese Schräge dann weiter. Wenn ihr solche Ketten an Dreierplättchen dann nimmt, die ziehen dann hier jeweils dann weiter auf das nächste, auf den nächsten Bereich, auf das nächste Feld. Und das macht das anspruchsvoller und grübellastig, zumindest was die ersten Partien angeht, weil in den ersten Partien weiß man eigentlich gar nicht direkt, was man machen muss. Ich habe sogar am Anfang Solo probiert, um einfach reinzukommen. Ich spiele ja eher selten Solo, solche Spiele, aber um reinzukommen, habe ich es auch mal Solo probiert. Und es ist schon anspruchsvoll zu spielen, weil man ja auch gleichzeitig zwei Automaten hat und mit diesen Automaten agieren muss. Es sind nämlich immer drei Personen da. Könnte man sagen, ist gut gemacht. Na, gefällt mir weniger. Das Automat hat auf jeden Fall eine Glückskomponente, die mich persönlich auch ein bisschen ablenkt, weil ich sehr starr fixiert bin auf meinem Tableau. Wenn ihr zu viert spielt, dann passiert auch in der Auslage so viel, dass ihr auch aber auch gar nicht so viel steuern könnt. Das heißt, erst in eurem Zug überlegt ihr eigentlich erst richtig, was ihr machen müsst. Und deswegen mit dieser Spielzeit 30 Minuten, es sind eher 45 Minuten aus unserer Sicht, wo wir es absolviert haben, was die ersten Partien angeht, weil da benötigt man auf jeden Fall mehr Zeit und deswegen ab 12 Jahre zu Recht, kein Spiel ab 10 Jahre, ein anspruchsvolles Spiel, das geht schon mehr in die Expertenrichtung. Hätte man vielleicht von dem Cover, vom Spielplan gar nicht mal so erwartet, aber das Spiel hat durchaus einige Facetten. Und gerade das 3D-Element lässt es zu einem anspruchsvolleren Spiel wachsen. Ich persönlich, um gleich mal auf den Spaßfaktor zu kommen, spiele weniger mit Automaten, die mag ich nicht. Deswegen meine Tendenz, was die Spieleranzahl angeht, ist eher bei 3 bzw. 4 angesiedelt, weil dann benötigt man keinen Automaten. Ja gut, zu dritt kann man noch einen Automaten dazu nehmen, aber zu dritt mit Personen am Tisch zu sitzen oder zu viert mit 4 Personen am Tisch zu sitzen, gefällt mir dann doch ein bisschen mehr, als dass ich so eine unbekannte Größe habe, die vielleicht mir was bringt, vielleicht mir weniger was bringt, sich gewissermaßen aus. Aber hier spielt auch die Erfahrung eine Rolle, weil wenn ich mit dem einen oder anderen Deck schon auch mehrfach jetzt gespielt habe, dann weiß man auch etwas, was auf einen zukommt. Da haben es Neulinge natürlich schwer, wenn sie in die erste Partie einsteigen und der eine oder andere hat schon 3, 4 Partien hinter sich. Dann weiß man auch durchaus, ich ziehe hier hin, dann mache ich die Bewegung hier hin, deswegen sitze ich mit meiner Figur hier drauf, um möglichst gleich hier an einem Berg zu sitzen und dann eine heilige Stadt zu bauen. Da hat man automatisch einen Vorteil, da fällt es Neulingen einfach schwer. Was eure Erfahrung ist, dürft ihr auf jeden Fall gerne als Kommentar schreiben, bin sehr gespannt, aber aus meiner Sicht, ich spiele dann doch ungern mit Automat und deswegen auch für mich eher ein Spiel für 3 bzw. 4 Personen. Ja, das zur Personenanzahl, funktioniert aber super solo, also
Wie gesagt, ihr habt hier die Möglichkeiten auf jeden Fall. Bin gespannt, was ihr natürlich dazu sagt. Ist ja auch recht neues, aktuelles dann Spiel. Der Spaßfaktor. Also, man muss natürlich erst einmal sich auf so ein anspruchsvolles Spiel dann einlassen. Man darf es auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich habe es am Anfang unterschätzt, aber wenn man dann sieht, okay, man agiert hier auf dem Plan und hier muss man natürlich auch schauen, welche Aktion schaltet man sich frei. Gerade hier die punkteträchtigen Bereiche sind natürlich sehr mächtig. Die will ich nach oben ziehen. Aber auch hier, was die einzelnen Aktionen angeht, ich darf hier nur auf freie Felder platzieren, sollte ich natürlich schauen, dass ich die eine oder andere Linie dann ausbaue, damit ich auf jeden Fall mehr Optionen habe, vielleicht auch mehr Figuren bekommen. Deswegen ist der hier mit Absicht das gemacht. Ich glaube, damals im Prototyp waren es ja, glaube ich, nur 2 Figuren. Mittlerweile sind es 3 Figuren, dass ich mir auch Linien hier freischalte, um neue Figuren, weitere Figuren zu bekommen und natürlich auch weitere Figuren hier einsetzen kann. Also Optionen, Möglichkeiten hat das Spiel ohne Ende. Und ich habe es ja kurz vom Fazit auch euch noch gezeigt, was die Anleitung da drüben liegt, so angeht. Ihr habt natürlich verschiedene Aufbaumöglichkeiten, wie ihr dann agiert. Ihr habt eine Rückseite mit dem Tableau, wo ihr dann idealerweise zu viert dann spielen könnt. Da müsst ihr schauen, auch abhängig vom Automat, was ihr dann nutzt. Aber denkt auf jeden Fall am Anfang, vor eurer ersten Partie dann dran, wenn ihr mit Automat spielen müsst, welchen Automat ihr nehmt, weil es sind 4 unterschiedliche Automat in der Box und das sind die Rückseiten der Tableaus. Habt ihr euch also eure Lieblingsfarbe dann ausgewählt und habt dann quasi nur noch dieses eine Tableau dann übrig, dann werdet ihr schnell merken, na, das ist das Automat aggressiv. Ist natürlich die Frage, wollt ihr mit dem spielen oder nehmt ihr das blaue Tableau mit dem Rückseite, mit dem Automat, wo es eher ruhiger zur Sache geht, um gut in das Spiel reinzukommen. Das vielleicht als Tipp noch am Rande. Ich bin auf jeden Fall auf eure Erfahrungswerte sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel, ein durchaus längeres Spiel. Also 2 Stunden muss man auf jeden Fall in der Anfangszeit einkalkulieren. Deswegen ist es für mich Kenner bzw. geht Tendenz Richtung Expertenspiel, wo aber auch durchaus grübellastig ist. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe es bemerkt bei meinen, ich bin ja eigentlich recht flotter Spieler, ich habe es bemerkt bei meinen Zügen, dass ich dann durchaus eine Weile brauche, gerade wenn jetzt noch 3 Mitspieler vor mir waren, dass ich merkte, eigentlich wollte ich ja das machen, ich muss nochmal überlegen. Und dann nehmt ihr nachdem die Planungsmarke zur Hand, dass ihr da nichts falsch macht und dass ihr denkt, Moment, ich mache jetzt das, dann mache ich das, wenn ich das schon schiebe, Moment, die Plättchen gehen ineinander, dann bricht der Vulkan aus. Und das ist auf jeden Fall grübellastig. Da müsst ihr auf jeden Fall schauen, mit wem ihr es dann spielt, aber ihr werdet durchaus in den Genuss kommen, so war es bei mir, wenn ihr dann die erste, zweite Partie gespielt habt und wisst dann, wie das Ganze verläuft, die Lava verläuft, was das mit dem Vulkan angeht und kommt dann durchaus auf die Kosten und habt aus meiner Sicht ein gutes Spiel für euch. Gerade dieser Schiebemechanismus mit dem Plättchen als 3D gefällt mir richtig gut und das klassische Worker Placement, was ja in vielen Spielen auch verbunden bzw. stattfindet, das ist auch hier in Orus dann integriert. Aus meiner Sicht ein gutes Spiel. Alles habe ich noch nicht entdeckt. Die Box bietet einfach noch so viele Möglichkeiten. Auch die Erweiterung, wie gesagt, in der Collectors Edition, aber erst einmal das Basisspiel ein paar Mal dann absolvieren. Dann schaut mal, was für Varianten, fortgeschrittene Varianten das Spiel angeht. Also ihr habt auf jeden Fall noch sehr viele Varianten, sehr viele Möglichkeiten und werdet nicht unbedingt bei dem ersten Spiel bleiben, die ersten Partien schon, aber ihr wollt auf jeden Fall die anderen Inseln, die anderen Auslagen an Landschaftsplättchen entdecken. So geht es mir. Deswegen ist nach wie vor Luft nach oben. Der Spaßfaktor ist jedenfalls gegeben, um weitere Partien zu absolvieren, aber aus meiner Sicht dann doch weiterhin zu dritt oder zu viert. Und zwar mit Mitspielern. Das zur Info. Ihr müsst mal schauen, Spiel recht neu, je nachdem wann ihr das Video schaut. Schaut im Handel vor Ort oder schaut über die unten genannten Links. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Die Entscheidung trifft wie immer ihr. Danke euch fürs Zuschauen. Bin auf eure Meinung gespannt. Macht's gut und bis bald.